So, Benjamin Gündes, Pascal Heiden vom TSV Gülzow. Heute tippen wir den dritten Spieltag der Kreisliga 3 und fangen an mit der Partie Oststeinweg gegen ASV Bergedorf 85. Genau, Oststeinweg gegen ASV Bergedorf 85, da würden wir ganz klar sagen, ein Sieg für unsere Freunde vom ASV. Hiermit nochmal einen schönen Gruß, auch an die ACAB. Und ich tippe da auf ein 3:1 für ASV. Ja. Gehst du damit einher? Gehe ich mit. Okay. Dann der TuS Aumühle gegen SV Hamm-Wade. Für mich nach dem ersten Spieltag TuS Aumühle mit einer der Aufstiegskandidaten. Also was die für einen Kader haben, wirklich top. Da wird Hamm-Wade, denke ich mal, es schwer haben. So 3-0, 4-0 kann das schon werden. Daniel Otremba, mein Freund, trifft bestimmt wieder zweimal. Taka, du machst das. Ja, da stimme ich auch vollkommen zu. Aumühle ganz stark, sind auch Favoriten für mich. Nächste Partie, Lohbrügge 2 gegen Kuslak, Neuengamme 2. Schwierige Partie, habe ich beide noch nicht wirklich gesehen, die Mannschaften. Kann ich so nicht sagen, deswegen tippe ich einfach mal auf ein 1:1. Ja, unentschieden. So, dann haben wir den Düneberger SV gegen den TSV Glinde 2. Also, nach dem, was man so alles in der Anschlusszeitung liegt, ist der Düneberger SV ja jetzt in der Bedrohle. Die müssen also siegen. Also ich bin der Meinung aber, dass sie das diesen Spieltag machen werden. Ersten Spieltag sind sie ja gegen Kuslak nicht gut in die Saison gestartet. Aber ich denke mal, sie werden sich fangen und mit einem 3:1 werden sie den TSV Glinde wieder nach Hause schicken. Das denke ich auch. Gerade wenn wir das Ergebnis gerade vom Pokal gehört haben, dass sie da auch gut mitgespielt haben, denke ich, dass sie da eine gute Figur machen werden und das auch nach Hause schaukeln werden. Nächste Partie, FSV Geestach 2 gegen Atlantik 97. Zwei Aufsteiger, genau. Auch eine schwierige Partie, was ich jetzt in Hamm-Wade gesehen habe von Atlantik. Starke Offensive, defensiv sind sie da anfällig. Und da auch Geestach eine starke Offensive hat, denke ich, dass es ein torreiches Spiel wird. Ein Sieger kann ich da sehr schwierig ausmachen, aber ich denke, es geht für die Heimmannschaft, für FSV Geestach. Das wird so ein verrücktes Spiel, so ein 3-4, genau, oder sowas. Oder 5-4 oder so, also ja, relativ hoch. Das wird eine torreiche Partie. So, dann geht's weiter mit dem Willinghusener SC gegen den SV Altengamme 2. Willinghusen auch mit einer Niederlage in die Saison gestartet gegen den FC Lauenburg. Ich kann beide Mannschaften jetzt schlecht einschätzen, aber frage ich einfach mal meinen Mannschaftskollegen. Pascal, was sagst du? Ja, also ich kenne auch einige Spieler von Altengamme und ich denke, Altengamme hat auch eine gute Qualität. Ich denke, es wird ein knappes 1-0 für Altengamme, ja. Okay. So, jetzt kommt's. Jetzt kommen wir zu unserer Partie. Lauenburger SV gegen TSV Gülzow. Das ist natürlich immer schwierig, sich selber zu tippen, aber wir müssen natürlich auch realistisch bleiben. Und haben unsere Urlauber, genau. Unsere Verletzten. Da werden wir mal schauen, was wir da machen werden. Wir kennen unsere Gegenspieler auch sehr gut aus Lauenburg, gerade mit Benjamin, der kennt sie auch ganz gut. Ja. Noch von früher, wir wissen, wie wir da spielen werden. Ganz genau. Wenn wir einen Punkt mit aus Lauenburg nehmen, werden wir auf jeden Fall zufrieden sein, ja. Würde ich mal sagen. Denke ich auch. Ein 2:2. Ich mache ein Tor, hole einen Elfmeter für Pascal wieder raus, dann knipst er wieder. Wunderbar, haben wir schon zwei Tore. Haben wir schon sehr zwei, gut. Richtig. So. Okay, letztes Spiel, TSG Bergedorf gegen FC Lauenburg. Ja, FC Lauenburg, möchtest du da was zu sagen? Also FC Lauenburg im Pokal, das war ja auch erstes Spiel im OZ-Pokal, TSG gegen, ja, FC. Stimmt, genau. Da ist der FC ja auch weitergekommen. Also dieses Jahr, muss ich sagen, FC Lauenburg kann man auf der Rechnung haben, sollte man nicht unterschätzen. Die werden das Ding auf jeden Fall rocken in Bergedorf. Wird ein 1:2 ein 3, oder ein 3:2. FC Lauenburg-Partien sind immer torreich, da fallen mindestens 5 Tore.